Hallo und willkommen zurück zu Avernum 3. Wir werden hier weiter in Castle Troglon schauen, was wir hier finden. Und da können wir uns möglicherweise aufladen. There are Eliok's Spartan living quarters. The mighty Kazi lives like the lowest of his kind, sleeping on a thin dirty pad on the cave floor. Und hier haben wir Scribben. Ich habe auch noch gesehen, dass wir hier durchaus eine Quest haben. Slay Eliok. Sind drei Quests insgesamt da drin. Aha. Yes. You have found Eliok's prayer book. It's small and promises to be interesting interesting reading. That is, if it doesn't kill you, study the tome. You can improve your knowledge of the spell heal. Nice. Okay, dann gehen wir mal runter. Eliok. You finally find Eliok, religious leader of the Troglodytes. He sits alone in his massive hall, trembling with rage. He looks up, and you see his eyes. The Troglodyte is going mad, if he's not there already. You trespasser, defiler, murderer! You can't be here, you can't! The punishment of the gods, that is what comes now. Why did you do it? Why did you still come? You have been attacking the humans. I must stop. It must stop. No, it is our purpose. We were called out of peace, out of the void. There must be a reason. It can't be meaningless. The void? Eliok begins to tremble. We were gone. The Troglodytes, our proud people. We were nothingness, like your memories of before you were born. We were not. And then we were. What do you mean? Something remade us. We were gone from the world, free of our fear and suffering and peace. Then something brought us back to this strange mad world, infested the small pink weaklings, the humans living on our land. Even gone, this land was still ours. To get back what was stolen, our sacred land, that must be the purpose. Why were we brought back? Who brought you back? He holds. I don't know. Why couldn't they stay? Why couldn't they tell us? My people say, who did it? I say, the glowing ones. It makes them happy, but it is a lie. I don't know the answer. Troglodytes live for war. Our peace was stolen. I must give us a purpose, a war, or we will be lost and mad. It sounds like you have been treated really cruelly. This is no excuse for how you have acted. Excuse? We are war people. We need no excuse. We do what we must. I know what we were made for. What I am going to do, you know. So, what happens now? Is there no way for peace? Eliok cackles. Yes, yes, you have to slay me. Then that coward Voskhano can defile all that we are. We were brought back to devour humanity. I swear, we will scourge this world. Mm-hmm. Wenn meinen. Zut. Eliok raises a clawed hand. You cursed gods who brought us from peaceful oblivion. I call for your help. Save me so I can suffer and do your will. The prayer is answered. A shade made of dark energy appears on one of the nearby platforms. Summoning. Hasted. Avatar. Bin auch hasted. Ah, Spine Shield.
Und das haben alle. Ah, das ist ja lästig. No rest, no fun. Ah, das geht sogar. Ach, shit. Weg. Eliok, head Kazi of the Troglodytes and deadly foe of your people, falls. He spits defiance at humankind in general and you in particular, even as he draws his last breath. Then he is at peace, free from his madness at last. Und der Rest ist verpufft. Gut, das war jetzt auch nicht besonders schwer. Wisdom Crystal. Foilhelm. Aha, sehr gut. Und Molten Halberd. Also es ist ja so ein Verschwörungshelm. Lethal Blow, Fire Resistance und Critical Damage. Und ja, Target 40%. Ja, das ist halt das Übliche, aber... Ja, ist halt genau dasselbe, was ich habe, bloß zusätzlich mit Lethal Blow und Fire Resistance. Also wenn wir das mal nehmen. Achso, und der Foilhelm, minus 1 Intelligence, plus 1 Luck. Plus 20% Mind Effect Resistance. Ja, ich weiß jetzt nicht, wem das hier irgendwann was bringen würde. Naja, plus 20% Mind Effect Resistance sind schon cool. Machen wir das so. Überraschende Intelligenz. Shields nearby allies. Enemy blows have a lower chance of hitting and will do less damage. Das könnte ich kaufen. Mhm. So, ich habe immer noch diese Suppe zum Trinken. Energy. Ja, die kann ich brauchen. You're surprised two pairs of troglodytes, two shamans and two warriors arguing across a table. This must be where the holy and military sides of Troglos society meet to discuss matters. They rapidly settle the differences, however, in order to fight you. Defender, das sind Schamanen. Oh, okay, hoppla. Wupp. Gestunt. Yeah. Das ist noch ein Altar. Terrified. Pot. Weg. Sniper Spells plus 2 Thrown Missiles. Die kann man auch weghauen. Oder haben wir noch einfach nur mit irgendwas Belt? Nee. Doch, die da. Ja, nicht, dass das besser wäre. Eigentlich kann ich das trotzdem verkaufen. Immer Geld von.
So. The altar in this room is small, simple and non-magical. There are two pairs of kneeling pads before it facing each other. This must be a small private meeting room. Das heißt, es ist nicht zum Sanctifieren. Na. Na gut. Bin halt nicht. Hier sollte ich raus, oder? Was war denn das für... Eliok? Ach, der hatte mich sogar gefragt. Secret door in the back of your room and lives in the northwest corner of the lower chambers. If you help Volcano, you make peace with the humans. Jetzt weiß ich aber nicht mehr, wie ich zurückkommen soll. You reach the top of the stairs and meet a band of armed of Troglodyte guards. King Volcano must have stationed them there to make sure you leave through the correct stairway. You turn back. Okay. Da, wo ich hergekommen bin, oder was? You reach the top of the stairs, exhausted but triumphant. The small troglodyte is there to greet you. He recites a short, simple message. I bring you the appreciation of King Volcano of the Troglodytes. He applauds your unexpected triumph. He also expresses interest in the opening of the Great Barrier, an act of mutual benefit to us and the humans. To that end, he mentions that the Great Barrier is created by the magical artifacts on its other side. Volcano believes that a passage to its it exists. This passage was mapped before the cursed glowing ones created the barriers. We do not know where the passage to the artifact is, because the map was stolen by giants. It is written on a piece of drake skin. It probably rests in the giant's castle to the north over the mountains. I bid you luck and hope you can destroy the barriers. For now, I will consolidate power and slay more humans. Good luck to you. You may leave to the south. The troglodyte adds on his own. Also, Volcano would like this taken to the mayor of Sharimic. He hands you a scroll. His job done, this troglodyte moves off quickly. Mm-hmm. Was passiert ist immer da? Ist wahrscheinlich zu, oder? When you try to walk around this corner, several large burly troglodytes stop you. Volcano gave you a mission. You did. You go now. You want to leave castle? Other hidden doors south. Leave. Mhm. Ja, oder ich bring den jetzt auch noch um. Hatte ich den jetzt hier now entering? Ne. The Troglodyte Barrier habe ich immer noch. Naja, das muss ja aber dann auch da sein, quasi. Also eigentlich da. Na ja, gut, dann kann ich hier wohl gehen und der später eventuell nochmal zurückkommen, um den umzuhauen. Ja, die Killquest habe ich ja da ja noch. Aber dann habe ich jetzt diese Gefahr gebannt.
Das war gar nicht mal so schwer. Ach ja, genau, das Metall musste ich da auch noch mitnehmen. Die Osagi-Höhle, die sollte ich mittlerweile recht easy machen können. Wie viel Geld habe ich? Naja, und die müsste aber auch nochmal verkaufen gehen. The Troglodyte King gave a message for you. After telling the whole story of your visit, you present the message of the Troglodyte King gave you. The mayor looks at it and frowns. What trickery is this? He shows you the scroll. It simply says, "We will defeat you, King Vodkaro." Mayor Knight crumples it up. Troglos, I'll never understand them, yet they have stopped attacking us. It seems that you did help. Well done, I suppose. After giving you a heavy sack of gold, he says, there is a useful magical tome in the city hall library as promised. Help yourself. Aha. Ich glaube, da habe ich mich schon dran bedient, oder? The door is covered with very powerful magical runes, holding it locked. Fortunately, when you get close, you hear a click. The door recognizes you and unlocks itself. You have discovered a fairly new, carefully written spellbook. There's a nice chant round of the book so that you can study it in comfort. Study the tome. Dispel barrier, very... Ja, hatte ich aber schon, denke ich. Denn hier kann man ja einfach so da rein. Das ist eigentlich ziemlich sinnlos. Ja, yeah, okay. Mhm. Charimic Scroll Quest. Na gut. Quest. Charimic Scroll Quest. Dann... Ich meine, hier habe ich noch eine ganze Menge. Ich werde mal verkaufen und gucken. Gucken, wie viel Geld ich dann insgesamt habe. ...3.900. Das sollte eigentlich ausreichen, um hier nochmal hin und dieses Dispel Barrier 2 zu lernen. Dann muss man da nicht mehr öfter hin und her laufen, weil das halt ein bisschen lästig ist. Hier ist noch diese Truhe. Moment. To do. Wo habe ich denn hier Charimic? Hatte ich mir das nicht aufgeschrieben irgendwie? Charimic, Raum im Südwesten, Schrank überleben, da gefunden in meiner To-Do-Liste. Besitz, Post, Nullify. Ah, okay, das hat also so oder so keinen Sinn. Man kann bloß daran sterben. Dann kann ich das auch entfernen aus meiner To-Do-Liste. Okay. Dann. Dann haben wir jetzt hier gar nichts mehr. Golddale. Guckbar. Ja, würde ich sagen, gehe ich erstmal nach oben. Da wieder hin nach Kellogg.
Und werde dann dieses Dispel Barrier die anderen beiden noch lernen. Dann brauche ich halt später nicht mehr hin und her zu laufen. Ich kann auch Feind Sick. Was war denn das für eine Quest? Auf Softport. Naja, das könnten wir eigentlich auch noch machen. You meet some of the local militia, you don't get to speak with them, though the moment they see a non-human, they walk quickly by. You aren't sure, but you think you hear a few muttered slurs. Nein. Das war Softport. Ist immer noch eine schöne Strecke, da oben ist mal hin. Kann man nochmal gucken. Ich glaube, diese Insel war ein bisschen tödlich, oder? Approach and investigate. Ach so, genau, und dahin. Ach, und da waren diese Oger drin. Die kann ich aber auch gerade mal zerstören. Da ist mir aber vorher bloß nur das Mana ausgegangen. Das ist the Nephilim Promised. You find a foul, stinking cave entrance with bones and bits of rotting meat scattered about. It was well disguised by a pile of dead brush. The paw prints of massive clawed creatures are everywhere. Listening, you hear Urzin growls from inside the cave. Attack! Ja, das ist, dann denke ich, kein Problem. Jetzt weiß ich nicht, in welcher Reihenfolge die drankommen. Schieben wir da einfach mal den Charakter ein bisschen weiter. Naja, okay. Shit. Und gestunt. Das war so nicht geplant. Naja, dann muss ich mich da wohl drauf stürzen. Normalerweise stehen halt diese Gammelgegner da vorne. Ich kann aber auch einfach den hier stehen lassen und die damit blocken. Dann machen wir den halt tot. Ist der gestunt, aber das soll ja eigentlich egal sein. Hasted. Weiß ich nicht, wie viele Schläge der mittlerweile noch aushält. Okay. Dann heißt aber leider kein Frenzy. Wichtig ist, dass der nicht gestunt wird. Yeah.
Okay. Dann machen wir das ein bisschen anders. Dann stelle ich den hier hin. Dann sollten die sich gegenseitig ganz gut blocken. Den dahin. Der Battle Frenzy, sehr schön. Ja, wunderbar. Konstant. Naja, halt immer noch. Da muss ich vielleicht nicht diese Doppelattacke machen. Oder Linksattacke halt. Machen wir den hier hin. Setzt natürlich voraus, dass er jetzt in der Runde nicht gestunt wird. Okay. Zack. Sauber. Battle Frenzy. Machen wir den an. Autsch. Okay, dann nehmen wir den. Glück gehabt. Quatsch. Hier. Und regenerating. Diese Osage sind mit Abstand die wichtigsten, die getötet werden müssen. Scheiße. Okay, das war nichts. Okay, dann machen wir noch eine Planänderung. Mal gucken. Ah, gestunt. Auch gestunt. Scheiße. Der ist ja doof. Zündet er das jetzt hier einfach, um da weglaufen zu können? Zzzzt.
Na ja, der Schutz, der macht schon viel aus. Aber eine Menge Schaden ist es immer noch. Wunderbar. Und damit sollte das gegessen sein. Lololo. Jetzt können wir einen nach dem anderen abschlachten. Da will noch nicht mal jemand hin. Ist das eigentlich auch sogar unnötig, da drauf zu casten? Andererseits, ich baue mich danach wahrscheinlich eh wieder zurück zu der Stadt. Da oben hat es einer gerafft, dass er da durch kann. Oder auch nicht. Doch. Hätte ich mal diese Fähigkeit verwenden sollen. Quatsch. Mit 400 Schaden. Der nächste bitte. Der hat's irgendwie aufgegeben. Liegt auch noch was. Interessant bei so einer offenen Map. Also, wo man eigentlich gar nicht so rumläuft. Noch. Ich weiß gar nicht mehr, für wen ich die hier überhaupt töten sollte, aber passt schon.
Das hier hatte ich jetzt auch mitgenommen, oder? Es wird alles bei den freien Kämpfen automatisch da angezeigt. Ja. Gut. You have cleared out a nest of fierce and vicious predators. The people of Kellogg will doubtless be pleased to hear of it. Life will be safer, at least for a while. Sadly, while their lair is filled with all manner of offal and filth, it contains no treasure. Mm. So, jetzt muss ich mal gucken, für wen ich das überhaupt gemacht habe. Tinker. Chef. Das ist auch ein Lager aus. Ach, da oben waren ja noch Gegner drin, ich erinnere mich. Die habe ich auch nicht tot bekommen. Rabellino. It turned out that some Ozagi were raiding you. They are dead now. You tell Rabellino of your meeting with the Nephilim and your battle with the Ozagi. Wonderful, and indeed the raids have stopped. He pays you 500 coins. Pity you couldn't have killed those stinking Nephilim pests. The lot of them. Oh well, I'll take what you can get. Mhm. Reputation has improved. Eliminate Kellogg Raiders. Sehr schön. Eliminate Kellogg Raiders. Und wir haben einen Stufenaufstieg. Und ich glaube, ich mache tatsächlich weiter nochmal Endurance. So, da haben wir jetzt einen Wert von 10. Das ist also gemaxed. Mighty Blows einfach mehr Schaden. Oder wir machen nochmal mehr Riposte. Ja, Riposte klingt gut. Achso, und Mighty Blows können wir zusätzlich noch nehmen. Ja. Fast Recovery. 55% amount of health and spell energy recovered at the end of a fight. Get over the flu very quickly. Ja, machen wir das auch noch. Da auch. Der nimmt aber die beiden. Mighty Blows kann der nicht mehr. Backstab und Robust Health, der hat auf jeden Fall noch was. Der nimmt aber zusätzlichen Schaden. Okay, dann haben wir ihn hier. Dann machen wir auch mal Endurance. Nehmen wir die beiden. Energy Boon. 4% mehr. Strong Back. Wir machen Blessing Focus. Das ginge auch. Ja, machen wir den. Dann machen wir hier auch nochmal Endurance. Die ist da auch fast am Ende. Unending Mana. Mana. 3%. Ja, nehmen wir. Und die darf noch eins. Ja, Sword Mage wäre eine Option. Blessing. Ja, nehmen wir Blessing. So. Gut. Dann zu dem Trainer. Black. Can you teach me some magic? Hm.
Improved Dispel Barrier. Okay. Pool of Corruption. Die anderen brauche ich jetzt nicht. Was ist denn Fire Blast genau? Sieht man so nicht. Strikes all foes in a cone with powerful wave of fire. Arcane Summon konnte der aber nicht machen, ne. Na gut, dann werden wir die da oben noch umbringen. Kellogg war das. To do. Nord, bla bla bla, Herpetsch. Beholder Gegner. Dorngast, Sieg tötet mit Ray Raiden und Alien. East getötet. Kellogg, Gegner im Haus Norden. Mhm, ja. Das sollte aber ja jetzt eigentlich auch kein Problem sein. Denke ich. Na komm schon. Wir brauchen einen Rage. Ja, so ist gut. You enter the house in Seagrove of Empire, bla bla bla. Ja. Na, die sind immer schon noch stark. Das muss man denen lassen. Ja, der kann quasi nichts machen. Den müssen wir dann gleich rüberstellen. So. Und der, ja, der kann da jetzt auch gerade nicht viel machen. Der ist gestunt. Zip. 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 Naja, da ist von draußen kommen ja auch noch welche. Gestunt. Naja, einer zumindest. Zwei und Cleave-Schuss. Kein Leuch tot. Es ist auch nicht so optimal, wenn der dahinter ist. So, auf geht's. Der darf weg. Die bringen auch ordentlich Erfahrung.
strategischsten wird noch natürlich noch der Magier da drin ist. Oh, da kommt noch einer. Moment, dann holen wir uns hier auch noch mal einen kleinen dazu. Das werden ja immer mehr. Okay, der sollte aber jetzt weg sein. Muss ich hoffen, dass der. Ja, Glück gehabt. Nochmal Glück gehabt. Puh. Ja, das ist nicht nett. So. Hätte ruhig was durchkleven dürfen. Shit. Das sind. Ja gut, der Magier da drin war halt das fiese. Das war falsch. Ich will die aber töten, Mann! Holen wir uns die auch noch dazu? So, jetzt aber. Yes! Auf geht's. Mit der Nilfe können wir das vielleicht sogar genau andersrum machen. Ja, aber es sind halt super viele Punkte, um da hinzukommen. Turnface heißt der. Ist ja ein toller Name. Sauber. Ist es. Ja, es kommt drauf an, was die Bogenschützen machen. Ja.
Der ist auch noch gestunt. Ja, das kriegen wir besser hin. Ja, das ist immer so ein bisschen scheiße. Okay. Okay, das war verhältnismäßig harmlos. Das ist... Mobile. Okay, der ist jetzt gestunt, aber ansonsten geht's. Dafür können die da jetzt nicht reincasten. Mein Hundi sollte eigentlich keinen Schaden nehmen, ja. Heilt er sich auch noch? Kommt was nach? Hellhound, ja. Der macht's anscheinend auch nicht mehr lang. Ach, das war der Hellhound. Shit. Die haben auch kein Problem damit, halt im Nahkampf zu schießen. Ja, das ist nicht so gut. Da müssen wir das aber doch ein bisschen anders erledigen. Na, probieren wir den jetzt direkt umzulegen. So, wahrscheinlich sogar Verschwendung. Das Schöne ist jetzt, dass ich hier reincasten kann. Aber nur so ein bisschen. Na, ein Bogenschütze und es ist wieder vorbei. Ja, direkt zwar mit einem Schuss getötet. Hat mich sogar rausgekickt. Das könnte gut sein. Dann werde ich jetzt mal werden wir gucken, dass wir hier an den Seiten durchkommen. Und die werden sich dann erst mal mit denen beschäftigen. Hoffentlich. Das ist der Plan.
Der hängt jetzt da ein bisschen fest. Vielleicht war es doch kein so guter Plan. Ja, der würde sterben, wenn wir da nichts eingreifen, also... Das ist ein Vengeful Shade. Oh, den haben wir mitgeklieft, gut. Versperrt jetzt über den Bogenschützen den Weg. Eigentlich müsste ich den jetzt angreifen. Nein, du Arsch, wieso hast du den nicht getötet? Und keine Haste bekommen. Na super. So, aber jetzt habe ich alle hier unten. Und keiner ist aktuell gesnared. Die schieben sich jetzt ein bisschen gegenseitig hin und her, was ungünstig wäre. Battle Frenzy. Bitte nichts nähern. Sehr gut. Zzzzt. Ja. Es kostet 4. Er würde jetzt sowieso weggeschoben werden. Na, hat dann auch nicht so viel gebracht. Snared. Gut, da haben wir wieder einen rübergeschickt. So, den sollten wir jetzt auch recht schnell platt bekommen. Mhm. Sauber. Jetzt sind es halt nur noch die Bogenschützen eigentlich. Die
tun anscheinend auch nicht viel. So. Lalala. Batsch. Den ja verwenden. Klopf, klopf, klopf. So, jetzt dürfen die Bogenschützen kommen. Warten wir mal hier. Eins. Batsch. So, mindestens einer ist noch da. Das war ein Infiltrator. Aha. Rabid Hellhound. Das könnte auch unangenehm werden. Kann ich aber jetzt gerade auch nicht viel tun, außer zu warten. Naja, ist der letzte. Dann machen wir erstmal den hoffentlich kaputt. Sauber. So, Lizard Skin Helm. 5%. Prozent. Ja, nehmen wir den. Der hat schon einen. Bronzehelm, Bronze, Leder. Karunos! Einer Stahl. Und dann hat sie hier unten dieser Mage aber noch was liegen. Longbow, Bronze, Duelist Gloves, Faster Fatigue Melee Weapons. Ja, das ist ja eigentlich nur für ihn sehr besonders sinnvoll, weil der ja kein Melee verwendet, sondern Pole Weapon. Muss ich mal gucken, ob der das hier brauchen kann. Evade Attacks, Energy Resistance. Fire Resistance, ja, das nehmen wir. Und dann kann die das eventuell. Magical Damage. Ja, nehmen wir die. Alles nicht so optimal. Na gut. Ja. Dann haben wir das ja jetzt auch geschafft. Damit Karunos, ne, Kalok quasi mehr oder weniger abgeschlossen. Operation Kalok. Hier oben den Sig könnte ich noch töten. Vielleicht wäre das auch gar nicht so dumm. Hätten wir das nämlich auch schon aus dem Weg geräumt.
Also einmal nach da oben laufen und dann die Quest unten wieder abgeben. Dann müssen wir mal schauen, was wir als nächstes machen. Vielleicht, dass ich da einfach nochmal beispielsweise auch nach Upper Avernum gehe. Da waren ja auch noch einige Sachen, die mittlerweile doch ganz gut machbar sein sollten. Und das mit den, dass ich die Troglodyten getötet habe, das kann ich ja auch noch abgeben quasi. Dann könnten wir beispielsweise hier unten den noch ausprobieren. Da waren, ja, Drake, weiß ich nicht, ob das dann was werden kann. Ja, ich denke, ich werde da beim nächsten Mal, also erstmal hier das noch machen. Den Sieg. Das hier war quasi nicht möglich. Sieg, den abgeben. Und dann, was hatten wir hier noch? Ja, in Shader waren noch magische Barrieren, die könnte ich theoretisch kaputt machen. In, ja, auch genau, bei Shader und auf dieser Insel war ja auch noch dieser Oberhoshi hinter diesen Dingen, das geht auch noch. Ja, also es sind schon noch eine Menge, wo ich einfach noch mal kurz hin müsste und ein bisschen was kurz erledigen müsste. Aber ist halt insgesamt natürlich dann auch eine Menge. Na gut, schauen wir beim nächsten Mal denn weiter. Bis dann!